Ja, Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Ministerin. Auch von unserer Fraktion wünschen wir natürlich der Gesundheitsministerin Oberhauser baldige Genesung und alles, alles Gute. Das ist, glaube ich, auch wichtig, genau jetzt in diesem Moment auch zu sagen. Ich bedanke mich auch ganz ausdrücklich bei meinen Vorrednern und Rednerinnen der ÖVP und der SPÖ für diese sachliche und gute Debatte. Und ich glaube, das ist genau bei so einem durchaus nicht leichten Thema auch sehr notwendig, wie ja auch die Debatte gezeigt hat, weil man natürlich hier schon auch mit sehr, sehr schwerwiegenden Vorurteilen auch konfrontiert ist und natürlich auch mit so Grundfragen wie, was ist eigentlich die Konsequenz dessen, wenn man das in der Form ablehnt und auch so begründet, wollen wir den Verfassungsgerichtshof abschaffen? Ich frage das nur mal so in den Raum, weil es tatsächlich ja um eine Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs geht, dass es viele, viele Jahre eine Diskussion dazu gegeben hat und wenn man sich die ethische Frage stellt, auch betonen muss, dass die Bioethikkommission sich Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte mit diesem Thema beschäftigt hat und wir ja in unserem demokratischen Gefüge, weil das Wort undemokratisch gefallen ist, wie ja diese Bioethikkommission in einer großen Bandbreite von Menschen, von Expertinnen und Experten, aber eben auch mit Theologen und Theologinnen besetzt haben, die sich genau mit solchen Themen auseinandersetzen und die ja ganz klar zu einem Ergebnis kam und das setzen wir heute um mit diesem Gesetz. Und das halte ich für ganz wichtig. Ich möchte allerdings auch schon auch betonen, dass mich manche aus, es ist ja kein Wunder, dass es sich um die Ausführungen der freiheitlichen Vorredner und Rednerinnen gehalten hat, schon auch für besonders bemerkenswert halte, wenn zum Beispiel der Familienbegriff ausschließlich an heterosexuellen Beziehungen ermöglicht wird. Ich weiß, das seht ihr so. Dann kann ich euch versichern, in den allermeisten Fällen kommen auch Lesben und Schwulen aus Familien. Sie wissen ganz genau, was Familien sind. Und ja, sie entscheiden sich auch, Familien zu gründen. Und eigentlich ist ja das Konzept einer Familiengründung, eine Ehe, eine Idee, dass man sich füreinander sorgt, dass man Verantwortung übernimmt, ja etwas, was wir als Staat begrüßen müssten. Und deswegen kann ich nicht nachvollziehen, warum man hier einen Unterschied machen will zwischen einer Familienform und der anderen, wenn man einfach bedenken muss, wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft. Und ich finde es auch ganz interessant, dass die christlichen Werte vorhin so betont worden sind von der Freiheitlichen Partei, weil in der anderen Diskussion, die wir gerade noch viel heftiger führen, nämlich in der Islamismusdebatte, wird immer wieder betont, vor allem von den Freiheitlichen, wie wichtig es ist zu betonen, die Trennung von Kirche und Staat. Und das müssen wir auch, Sie haben ja darüber gesprochen, dass das hier eine Rolle spielen soll, da müssen wir auch die Vielfalt der Religionen und auch Nichtreligionen, der verschiedenen Familienformen, der verschiedenen Formen des Lebens, des Zusammenlebens einfach berücksichtigen. Und es geht hier nicht, dass man Menschen bevormunden kann, sondern dessen, was existiert, einen rechtlichen Rahmen zu geben. Darum geht es. Wir haben noch in den 70er und 80er Jahren haben noch Politiker und Politikerinnen gesagt, die Ehe sei Voraussetzung, Kinder zu kriegen. Wir wissen mittlerweile, dass das Quatsch ist, sondern dass die Geschlechtsreife die Voraussetzung ist, Kinder zu kriegen. Und das gilt auch für Lesben. Und Lesben wissen ganz genau, wie man schwanger wird. Das wissen sie ganz genau. Und sie wissen auch, dass sie es im Ausland machen konnten, dass sie nach Bratislava fahren konnten, dass sie nach Kopenhagen fahren konnten, dass sie nach Amsterdam fahren konnten, dass sie nach Berlin oder nach Paris oder nach London oder sonst wohin fahren konnten. Sie konnten es nicht in Österreich machen. Was sie in Österreich machen konnten, aber das hat, es war ein Geschäft, sehr wohl, aber genau dafür sorgt dieses Gesetz, dass es nicht zur Geschäftemacherei kann, weil es sehr, sehr gut vorbereitet worden ist, dieses Gesetz. Es ist sehr gut vorbereitet worden. Und noch dazu,
weil im Übrigen nicht nur Lesben, sondern auch alleinstehende Frauen genau wissen, wie man schwanger wird, gab es auch und gibt es auch bis jetzt natürlich Methoden, wo man es zu Hause macht. Und ich, ehrlich gesagt, als Politiker, wenn ich die Entscheidung haben muss, will ich, dass die das irgendwie in den Hinterhöfen machen, irgendwo in irgendwelchen Kellern oder mit der sogenannten Bechermethode oder so, oder gebe ich ihnen die Möglichkeit, dass es gut, sorgfältig, medizinisch betreut passiert, dann entscheide ich mich ganz klar für die medizinische Betreuung. Und eines muss man auch ganz, das ist auch ganz wichtig, in den, wir haben ja noch Diskussionen, die auf die zukommen, ich sage nur Adoptionsrecht, aber wir müssen auch ganz klar einmal festhalten, dass die Rolle eines Staates ist, für die Vielfalt der Lebensformen gestalterisch Rahmen zu schaffen. Und dass niemandem etwas weggenommen wird. Weil ich sage auch gleich, so sehr ich dieses Gesetz unterstütze, wenn jemand aus religiösen Gründen eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung ablehnt, dann ist das ihr gutes Recht. Es wird auch niemand gezwungen, das in Anspruch zu nehmen. Man kann sich dagegen entscheiden. Und das finde ich, das ist legitim, das ist Toleranz, das ist Respekt, und zwar in allen Richtungen. Und deswegen ist dieses Gesetz der richtige Weg, den wir zu gehen haben. Freilich haben auch wir sehr intensiv darüber diskutiert. Natürlich gab es auch, gerade was die Präimplementationsdiagnostik betraf, auch bei uns sehr tiefgehende Diskussionen, sehr kontroverse Diskussionen. Das soll auch so sein. Dafür sind wir ja, leben ja in einer Demokratie und nicht in einer Diktatur, dass es solche Diskussionen stattfinden darf. Es ist auch ein gutes Recht, dagegen zu stimmen, nebenbei gesagt. Sehe ich auch so. Ja. Allerdings, und das ist, wo wir auch gesagt haben, wo wir bei diesem Gesetz noch etwas unglücklich sind, das ist bezüglich der alleinstehenden Frauen. Weil mit der Logik, die ich gerade erzählt habe, dass Frauen genau wissen, wie man schwanger wird, wissen das natürlich auch alleinstehende Frauen. Und alleinstehenden Frauen ermöglichen wir mit diesem Gesetz es nicht, sich medizinisch betreut fortzupflanzen. Sie müssen nach wie vor die Reise ins Ausland antreten oder das abseits der Medizin machen. Das finden wir bedauerlich, das hätten wir uns natürlich gewünscht, aber man muss immer überlegen, ist es ein guter Schritt vorwärts, und da sagen wir ganz klar Ja. Und erlauben Sie mir, weil meine Kollegin Nicole Schreier wird dann noch detaillierter auch auf den einen oder anderen Punkt eingehen, erlauben Sie mir am Ende schon noch eine etwas, nicht ganz vielleicht so ernst gemeint, aber eine doch, es ist schon eine ernst gemeinte. Bitte, liebe Freiheitliche, hört auf mit diesem Argument der Natur. Zum einen haben Menschen den Vorteil, dass sie intelligente Wesen sind. Wir sind also Kultur und Vernunft begabt. Und ab mit allen seinen Schattenseiten, ich weiß. Aber wenn Sie schon dieses verrückte Argument der Natur in Anspruch nehmen, dann darf ich Sie aufklären, dass Homosexualität in über 500 Spezies gefunden wurde und entdeckt wurde, dass es sogar Adoptionen gibt bei Delfinen, bei Enten, bei Störchen und so weiter, dass die sehr liebevoll aufgezogen werden. Es gab im Kölner Zoo ein schwules Störchenpaar mit Babys. Also, es gibt nur ein Phänomen. Es gibt nur ein Phänomen, das ausschließlich bei einer Spezies gefunden wurde, nämlich dass Homosexuelle ausgegrenzt werden, und das ist beim Spezies Homo sapiens. Dankeschön.